Und willkommen zurück bei Zelda, dem wahrscheinlich letzten Part hier am Ice Dungeon, der bis jetzt sehr, sehr gut ist. Der beste Dungeon eigentlich bis jetzt fast schon. Ist nicht mehr alle genau im Kopf, aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiler Dungeon hier. Und wir haben ein blaues Glücksfragment erhalten. Okay, wie viele Truhen sind es eigentlich noch? Hier sind es noch zwei. Okay, das sind noch sechs Stück, also insgesamt acht. Und da sind es noch eine, dann bedeutet es neun. Okay, wie komme ich denn da eigentlich runter? Okay, das müssen wir auch noch herausfinden. Oh Gott, ich hab's befürchtet. Vor allem mit euch. So, ich muss auf jeden Fall zu der Truhe, ganz klar. Was ist das für ein Geräusch? Oh. Oh Gott. Nimm die Truhe. Link, nimm die Truhe. Link, nimm die Truhe. Link, hallo, nimm die Truhe. Jesus Christ, wie ein blaues Glücksfragment. Nur Glücksfragmente bis jetzt. Ich hätte gerne mal irgendwie mein Herzteil oder so. Irgendwas Brauchbares. Oder Rubine zumindest. Weil wir brauchen viele Rubine noch. Okay, wir müssen nach links. Boah, fuck. Ich hab's verfehlt. Und natürlich ganz am Anfang. Oh man. Das ist genau der Grund, warum viele Eis-Dungeon nicht mögen. Ich mag sie normalerweise, aber sowas ist dann immer schon immer ziemlich ätzend. So, okay. Da hinten sind Krüge, die ich vielleicht sogar noch zerstören kann. Nö, kann ich nicht. Mit Pfeilen. Nö, kann ich nicht. Warum auch? Wäre ja nur cool gewesen. Aber so. Wow, das ist ein bisschen riskant, was ich hier tue. Okay, und da wäre tatsächlich ein Glücksfragment. Okay, ein grünes auch noch, das brauchen wir. Dann müssen wir da nochmal hin, es tut mir leid. Alles brauchen wir, ein grünes Glücksfragment. Weil wir haben fast keine grünen mehr und... Ja. Das will ich halt dann schon einsammeln. Wenn es jetzt irgendwie ein Rubin wäre, dann würde ich es nicht einsammeln, aber so muss ich es machen. So, rutsch einfach rein. Ach, gut, dass ich es nochmal überprüft habe. Weil, wie gesagt, wir haben keine Grünen mehr. Von daher brauchen wir da gerade jedes, was wir bekommen können. Oder eins haben wir vielleicht von irgendeinem Gegner mal bekommen oder so. Aber auf jeden Fall nicht viele. Da, 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 da. Jetzt rüber da. Gut. Okay, jetzt noch ein Weg. Ich wollte gerade sagen. Und wieder hier was, wo wir Licht reinlassen müssen. So, ein paar Herzen wären geil. Kriege ich aber nicht. Soll mich das jetzt locken oder... Weil da unten ist eine Truhe. Warte mal, ich will erst wissen, was da ist. Moment. Ja. Also ich glaube, wir müssen erst den Schalter aktivieren. So, jetzt muss ich da oben den Schalter aktivieren. Dass die Sonne da weitergeht. Aber jetzt taucht nämlich die Truhe auf, wenn ich da unten wieder aufmache. Und das ist ein Schlüssel, nehme ich an, oder? Ja, es ist ein Schlüssel. Alles andere hätte uns nämlich jetzt nicht weitergeholfen, außer halt dem Item. Und das ist ja nicht in so einer kleinen Truhe, sondern immer in einer besonderen. Dass da unten immer noch die Truhe angezeigt wird, obwohl sie schon längst offen ist, ist auch irgendwie... So, okay, dann bringt uns das hier gar nichts. Das war rein optional für diese Truhe da. Epic Fail. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, in dem Dungeon sind Gott sei Dank die Wege nicht besonders groß, beziehungsweise nicht besonders weit. Das gefällt mir sehr. Bei einem anderen Dungeon hätte ich jetzt 5 Etagen hochklettern müssen, statt nur dem paar. Okay, das sieht mir nach Zwischenboss aus.
Ist schon ziemlich cool gelöst hier, dass man immer so schnell von A nach B kommt, wenn man mal einen Fehler macht oder so. Okay, also was kommt jetzt? Wow, du schon wieder. Dich kennen wir doch schon. Den wieder Fett absaugen, oder? Aber ich muss dich vorher, denke ich, erstmal in die Sonne kriegen, oder? Muss ich dich in die Sonne kriegen? Das ist jetzt die Frage. Irgendwie nicht. Irgendwie reicht es, wenn ich dich ganz normal absaug. Aber das, ich muss dich trotzdem irgendwie in die Sonne bringen, damit die Blitze aufhören. Habe ich das Gefühl. Ja. Wenn in der Sonne ist, hören warum auch immer die Blitze auf. Ja, das war dumm. Hätte ich den jetzt nicht angreifen müssen oder so? Jetzt muss ich ihn angreifen. So, ich nehme an, du machst deine Blitze wieder? Ja. Komm hoch da. Na, komm her. Was? Du warst ja gerade in der Sonne. Komm schon. Oder hat es doch nichts mit der Sonne zu tun? Ich check's halt gerade nicht ganz. Ja, also er steht auf jeden Fall immer in der Sonne, aber es macht nichts. Vielleicht funktioniert der Trick jetzt auch nicht mehr. Und ja, ich habe meine Herzen durchaus im Blick, keine Sorge. Ich werde dann eine Fee zücken, wenn es zu knapp wird. Ja, komm. Okay. Ja, komm, fall um. Sehr schön. Okay, einmal überlebt er noch und ich zücke jetzt auch mal die Fee, vorsichtshalber. So. Ich muss mal wieder neue Feen holen. Ja, komm. Ja, Drecksack. Aber irgendwie bin ich dem mal rausgewichen und jetzt ziehe ich ihm gerade richtig ab. Holy crap. Aber er hat mich gerade eingeklemmt. Trotzdem war die Combo extrem gut. Komm her, komm her, komm her, komm her. Fall um, fall um, fall um, fall um. Hier rüber, komm. Jetzt kassierst du. Und stirbst hoffentlich, oder? Ja. Damit ist er tot. Und wir kriegen die Lampe. Okay, ich habe jetzt mit Feuerpfeilen oder dem Feuerstab gerechnet, aber die Lampe, das ist anscheinend tatsächlich ein komplett neues Item. Außer es gab es in irgendeinem... Also, ja, neu in dem Sinne nicht. Es gab die Lampe schon, aber... Halt mit anderen Funktionen, sage ich mal. Oder funktioniert die doch normal? Nö, das ist tatsächlich die ganz normale Lampe. Lol. Okay, also in Twilight Princess zum Beispiel gab es ja auch so eine Laterne. Aber die war halt nur um dunkle Höhlen zu erleuchten. Aber ich kann hiermit tatsächlich auch alles wegschmelzen. Okay, ja, interessant. Cool. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet in der Form, aber ja, gut, warum nicht? Ja, wir müssen auf jeden Fall zurück. Ist die nächste Truhe. Kann ich? Ich kann tatsächlich trotzdem mein Schwert benutzen. Ziemlich geil. Ja, nach rechts. Ja, und ich merke schon. Ja, ich muss erst die Viecher loswerden. Ich muss erst irgendwie die Viecher loswerden. Ja, komm schon. Versuchen sie natürlich auch wieder zu löschen. Ja, komm. Okay, eine noch. Okay. So, was ist jetzt, wenn ich die alle anzünde? Kriege ich da irgendwas für? Muss doch eigentlich. Irgendwie nicht. Ja gut, dann, ja, gute Frage. Okay, aber das Fackelrätsel war richtig.
Fackelrätsel war auf jeden Fall schon mal richtig. Verreck. Aber wie komme ich jetzt wieder da rein? Also man bindet wirklich die verschiedensten Arten von Rätsel rein. Labyrinth, Dunkelheit, Schieberätsel, Eisrätsel, Schalterrätsel, Doppelgängerrätsel. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Also normalerweise tun die Dungeons immer dem jeweiligen Thematiken dann die Obermacht verleihen. Also quasi jetzt hier im Eis-Dungeon wäre es normalerweise in anderen Zeldas doppelt so viel von diesen Schieberätseln und halb so viel von allem anderen. Aber hier ist halt wirklich... liegt halt wirklich nicht der Fokus auf den Eisrätseln, sondern auf allen möglichen. Das ist ziemlich geil eigentlich. Und wir kriegen hier Bomben. Warum kriegen wir die ganze Zeit Bomben? Brauchen wir die für irgendwas? Ah, ich sehe schon. So, mach auf da. Okay, too much Gegner. Sterbt mal alle. Kommt schon. Weg jetzt mit euch. Und dafür kriegen wir einen Schlüssel. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendeine Truhe oder so? Nee. Anscheinend nicht. Kann ich hier irgendwas verschieben? Ich will hier jetzt irgendwas verschieben. Kann ich? Probier's mal lieber aus. Man weiß ja nie. Ist ja irgendein ganz geheimes Rätsel oder so. Nee. Nee, da ist nichts mehr. Nee. Okay, dann gehen wir weiter. Es fehlen jetzt auch nicht mehr so viele Drohnen, nur die 4 und... ach, das war die eine. Okay. Ja, dann fehlen nur noch die 4. Von da kam mir, glaube ich. Ja, mit dem Ding. Stopp. Ja, komm, stopp. Und dann haben wir schon die nächste Drohne mit einem roten Glücksfragment. Cool. So, jetzt ist auch das an. Kann alles machen, während ich die Laterne in der Hand habe. Ich kann sogar damit rollen. Kann ich auch damit schwimmen? Ich glaube ja nicht, aber möglich ist alles. So. Oh, noch ein Glücksfragment. Okay, also wir werden relativ abgespeist eigentlich gerade. Nur mit roten und blauen Glücksfragmenten. Herzteil oder so gab es bis jetzt noch nicht. Und es fehlt tatsächlich nicht mehr viel. Da oben ist auch noch ein Weg, da war ich auch noch nicht drin. Ja, es fehlt tatsächlich nicht mehr viel. Ach Gott. So, gibt's hier noch irgendwas? Eigentlich nicht. Okay, dann kann ich weg. Und das könnte jetzt ziemlich assi werden. Auf jeden Fall die Laterne ausgerüstet. Alles andere wäre dumm. Okay. Okay. Schieberätsel der etwas anderen Art. Moment, das checke ich jetzt gerade nicht. Moment. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn ich den jetzt rüberschiebe. Ja, aber das bringt mir ja, wie gesagt, nichts. Hä? Hier ist gerade irgendwas über... ah, Moment. Vielleicht kann ich den jetzt nach oben schieben dafür. Nö, kann ich nicht. Hä? Ja, aber wie denn dann? Okay, das verstehe ich jetzt gerade echt nicht. Das so auch nicht schieben kann und auch nicht nach unten. Dann bringt mir das doch gar nichts.
Ich komme da ja auch ansonsten nicht weiter. Es gibt hier nur den einen Weg. Puh. Ach ja, ich habe das Ding zu spät ausgerüstet. Alter. Chill, 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 chill. Oder muss ich zwingend jetzt von der Mitte kommen? Das kann natürlich auch sein. Aber dann komme ich doch da nicht hoch, oder? Natürlich dann, dass das hier wirklich eine Sackgasse ist und ich komplett von der anderen Seite kommen muss. Aber dann muss ich den ganzen Weg jetzt zurücklaufen. Aber viel anderes macht eigentlich keinen Sinn. Wir gehen den Weg mal zurück. Ja, komm. Gehen mal den Weg zurück. Ich glaube zwar schon, dass das hier richtig war, aber ich komme halt gerade nicht drauf. Nur von der anderen Seite müsste ich ja rein theoretisch denselben Weg nochmal gehen können. Nur, dass ich dann auf der linken Seite rauskomme. Notfalls laufen wir halt einfach nochmal zurück, ist ja nicht so schlimm. So. Na, jetzt habe ich natürlich verlaufen. Komm schon. Okay. Aber ich komme hier ja auch nirgendwo hin. Jetzt bin ich wieder oben. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Bleibt ja eigentlich noch der Weg. Ich weiß, wir gehen gerade die Wege zurück, aber ich will wissen, ob ich jetzt im Anfangsraum damit irgendwas machen kann. Weil ich sehe jetzt gerade nicht, wie ich da unten weiterkomme. Weil ich meine, das Schieberätsel war ja übersichtlich. Da gab es ja keine andere Möglichkeit. Das war ja... Konnte ich ja nichts anderes machen. Also das kann nicht sein. Ich muss da irgendwie von der anderen Seite kommen. Also jetzt bin ich wieder im ersten Raum. Kann ich jetzt irgendwas auftauen oder so? Oben wäre halt noch ein Raum. Da oben wäre halt jetzt der einzige Raum, der noch in Frage kommen würde. Sieht da natürlich aus, aber das ist nicht so dramatisch. Hä? Hä? Aber da kommt man auch nur von oben hin. Okay, jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Aber da unten war kein Weg. Da ging es nicht weiter, definitiv nicht. Da bin ich mir sicher. Es gab da unten definitiv keinen Weg. Das Schieberätsel da unten ließ sich so nicht lösen. Da muss ich von der anderen Seite hin. Ich meine, das geht ja nur in... zwei verschiedene Richtungen, oben oder unten. Die kannst du ja nicht wie die normalen Eisblöcke hier in alle Richtungen verschieben. Deswegen geht das ja nur so. Und das ging nicht, das haben wir ja ausprobiert. Eieiei. Also irgendwo ist hier ein Haken. Irgendwo muss die Sache einen Haken haben. Die Sache muss irgendwo einen Haken haben. Ich muss irgendwo was übersehen haben. Aber es ist definitiv nicht das Schieberätsel. Schieberätsel ist es definitiv nicht. Oh,
Too much Gegner. Ja, komm. Ich komme da ja so nicht rüber. Und runterfallen ist auch Blödsinn. Ich muss dann wieder hochkommen. Aber da komme ich wieder nur von unten hin. Sei von oben. Aber über mir war doch nichts. Wenn da irgendeine Fallgrube oder sonst was gewesen wäre, wäre ich doch schon längst da oben gewesen. Hier ist nichts, hier ist absolut nichts. Das macht nur Sinn, wenn man von da oben kommt. Dann schiebt man nämlich das Ding weg. Das macht keinen Sinn. Also ich kann das darüber schieben. Aber was bringt mir das? Gar nichts. Gar nichts bringt mir das. Das habe ich doch vorhin probiert. Als ob. Ich habe das definitiv vorhin probiert und es ging nicht. Das schaue ich mir im Partner mal an. Ich habe das definitiv probiert, hundertprozentig. Ich weiß ganz genau, dass ich das ausprobiert habe. Das ist lächerlich. Ja, und jetzt? Ja, aber jetzt geht's ja auch nicht weiter. Ich sag, bin ich jetzt komplett bescheuert. Jetzt geht's doch wieder nicht weiter. Resetten die Dinger sich? Ja, tun sie. Aber ich hätte das nur eins weiter schieben sollen. Ich muss das ja zwei schieben. Also ich muss das so einplanen, dass ich den vorher noch zurückschieben kann, aber. Moment. Und jetzt kann ich den Ding da hinten zurückschieben, oder? Und dann kommen wir auch weiter, okay. Gut, Rätsel ist Lösung. Und der Dungeon ist echt immer noch nicht vorbei, ich glaub's nicht. Aber Leute, ganz ehrlich, wir machen hier nochmal einen Cut. Es tut mir leid, aber da müssen wir nochmal einen Cut setzen, weil der Part ist jetzt schon 24 Minuten. Und ihr seht auf die Karte, das sind immer noch Räume vor uns, inklusive Boss. Da würde der Part 40 Minuten lang. Ich cutte das Ganze jetzt hier an der Stelle nochmal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wo dann aber definitiv der letzte Kampf, der letzte Part von dem Dungeon sein wird, außer ich brauche wirklich 30 Minuten für 5 Räume, aber das glaube ich mal beim besten Willen nicht. Ja, wie gesagt, also dann beim nächsten Mal definitiv Dungeon Finale. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.